Und damit ein herzliches Willkommen zu FitzW Nitro aus Long Island, aus der langen Insel New York. New York City. Vollgeproppt mit Action und Shane McMahon ist am heutigen Abend nicht in the house. Der muss die Matchcard für das Pay-Per-View planen. Und wir kommen zu unserem Opener-Match. Shinsuke Nakamura steht bereits im Ring. Und Perry Saturn freut sich schon auf dieses Match. Oh, da kommt Baron Corbin und greift Saturn von hinten an. Ja, wird auch langsam mal Zeit, dass die beiden endlich mal beim Pay-Per-View ihre Differenzen beiseite setzen. Oh, Baron Corbin geht aber hier richtig hart zur Sache. Der soll sich mal lieber verziehen vom Ring. Ja, Baron Blade immer noch nicht da. Und jetzt kommt der Konter von Perry Saturn. Okay, Saturn geht jetzt in den Ring. Shinsuke Nakamura verzieht sich auf gut Deutsch. Jetzt darf Baron Corbin erstmal so ein bisschen einen auf den Rüffel bekommen. Oh, Saturn greift unter den Ring mit einem Klappstuhl. Und jetzt kriegt Baron Corbin den Klappstuhl ab. Und nochmal gegen den Schädel. Ja, Saturn ist sauer. Und damit endet dieses Match in einem No-Contest. Tja, kann man nichts machen. Wir kommen zum nächsten Match. Kommen wir zum zweiten Match. Shawn Spears steht schon im Ring. Oh, da sehen wir Jinder Mahal. In Modern Day Maharaja. Ja, er provoziert Shawn Spears und ja, Spears lässt sich auf die Provokation ein und bekommt direkt mal einen Rüffel. Na, Shawn Spears schlägt aber zurück. Mr. Perfection. Und jetzt beginnt das Match endlich. Das erste Match am heutigen Abend. Schöner Dropkick. Und wieder, nein, diesmal Jinder Mahal hat es abgefangen und zeigt jetzt einen wunderschönen Neckbreaker. Jetzt ist die Frage, wäre es nicht doch besser gewesen, wenn Shawn Spears vielleicht doch Team Gunner dabei getreten wäre? Dann hätte er jetzt Unterstützung. Und dann steht er so ziemlich alleine auf verlorenem Posten. Also Jinder Mahal geht hier richtig hart zur Sache. Ja, der ist den Jungspund hier wahrscheinlich leid. Und ja, da kommt er einfach mit dem Suicide Dive und trifft. Oh, Jinder hier wieder mit der harten Schiene. Und jetzt ist auch noch ein Klappstuhl im Spiel. Und es scheint erlaubt zu sein. Das tat weh. Und was hat jetzt Shawn Spears vor? Nimmt ihn auf die Schulter. Nein, da kann Jinder Mahal noch gegenhalten. Knee Drop von Jinder. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das hier so ein bisschen ein Hardcore-Match ist und... Oh, da geht's gegen den Ringpfosten.
Und nochmal gegen den Ringpfosten. Und einfach mal mit dem Heini. Und wieder der Stuhl. Könnte das vielleicht daran liegen, weil das nächste Pay-Per-View auch Extreme Rules ist? Also auch für Nitro und NXT diesmal zusammen. Obwohl mal, dass Jinder überhaupt noch bis dahin kommt. Wenn Sean Spears mit ihm fertig ist, glaube ich, bleibt von Jinder nicht mehr viel übrig. Ganz fokussiert. Der gute Sean Spears. Und erneut aufgeladen. Und oh, aufs Knie. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, das tat weh. Und wieder mit dem Stuhl. Und immer in die Rippchen. Und gegen den Rücken. Da kann ein Jinder schon fast leid tun. Und Sean Spears, der hört gar nicht auf, ihn hier mit dem Stuhl zu vermöbeln. Jinder wird hier einmal um den Ring herum geprügelt. Und nochmal. Als fixiert er ihn. Also mit dem Blick. Und wieder auf die Schultern und... Oh, das kennen wir eigentlich noch von AJ Styles. Oh, jetzt geht's wieder in den Ring. Und natürlich Sean Spears nimmt den Stuhl mit. Und setzt ihn ein. Und wie er ihn einsetzt. Und nochmal auf das Köpfele. Der Stuhl das auch noch aushält. Vor allem, dass der Ref hier nicht dazwischen geht, das wundert mich. Und nochmal auf die Schultern. Heiliger Bimbam. Geht's in die Ringecke. Und jetzt darf Jinder nach draußen. Okay, Sean Spears geht auf der anderen Seite hinterher. Und da fliegt er zwischen den Hund. Schöner Tornado DDT. Er geht sogar gegen die Ringtreppe. Also Jinder könnte einem schon... beinahe leid tun. Und Jinder wieder raus. Und Sean Spears wartet im Ring schon mit dem Stuhl, den er jetzt einsetzt. Oh, jetzt wird der Stuhl zwischen den beiden Ringpolstern festgeklemmt. Und da ist Duff Jinder da auch noch mit dem Kopf voran durch. Ja, das tat ganz besonders weh.
Und nochmal auf die Rübe. Okay, Sean Spears zeigt jetzt das Cover, das müsste, also dass Jinder überhaupt noch lebensfähig ist. Sean Spears gewinnt auf eine sehr harte Art und Weise. Hier nochmal ein paar Highlights. Wenn man nicht gerade die Stuhlschläge dazu zählt. Es ging halt hauptsächlich immer auf die Nackenpartie. Ist Jinder aber geflogen, meine Güte. Und nochmal der zweite. Ja, das war auch die Entscheidung. Er scheint aber mit Jinder noch nicht fertig zu sein. Da gibt es noch einen Atomic Drop und noch einen Atomic Drop. Und auf die Schulter. Das geht wieder auf den Nacken oder aufs Gesicht. Je nachdem, wie man es haben will. Apropos, Perfect Ten. Achso, das ist. Und jetzt will er die Perfect Ten zeigen. Und da war die Perfect Ten. Und Jinder sollte mal ganz dringend vielleicht in ärztliche Behandlung gehen, weil das sieht nicht gut aus, wie viel Blut er da verloren hat. Tja. Wir kommen zum nächsten Match. Konnte man sich ja nicht mit ansehen.